Als nächstes für die Fraktion der Grünen der Kollege Bockli. Irgendwie fehlt hier das T, aber ich habe es mir gedacht, dass Sie da sind. Gute Reise. Sind gleich hier. Sie haben das Wort. Danke, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist völlig unstrittig, dass die Corona-Krise gezeigt hat, welche Defizite es in diesem Land insgesamt gibt, bei der Frage von Produktion von Medikamenten, bei der Produktion von Vorprodukten für Medikamente, bei der Produktion von Schutzkleidung. Und genauso hat es sich auch gezeigt, dass die Gesundheitsämter, und da müssen wir jetzt präzise sein, der öffentliche Gesundheitsdienst ist der Überbegriff für eine ganze Fülle von Einrichtungen. Ich darf da mal zitieren, es gehören da auf Bundesebene nicht nur das Gesundheitsministerium dazu, sondern die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, das Robert-Koch-Institut, das Paul-Ehrlich-Institut. All das meint man insgesamt mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst. Worüber wir sprechen, sind die Gesundheitsämter, und zwar die unteren Gesundheitsbehörden, in dem Fall die kommunalen Gesundheitsämter. Ich wollte es nur mal klar machen, damit wir von der Begrifflichkeit nicht aneinander vorbeireden. Und auch hier hat sich gezeigt, dass die kommunalen Gesundheitsämter schlicht und ergreifend, ich will es nur mal, damit wir in der Debatte nicht andauernd von vorbeireden. Ja? So, und bei den kommunalen Gesundheitsämtern ganz offensichtlich so ist, da es kommunale Aufgabe ist, wie der Name schon sagt, haben die Kommunen offensichtlich in einigen Landkreisen offensichtlich versäumt, die so auszustatten, dass sie adäquat sind. So, das war der Satz. Ich sehe den Herrn Kollegen Pürsün nicken. Insofern haben wir da eine gemeinsame Feststellung. Der Dr. Bartelt, ich kann die Zwischenrufe nicht mehr verstehen. Ich rede einfach mal fertig, dann kannst du dich noch mal melden. Der Dr. Bartelt hat zu Recht festgestellt, dass wir ja Handlungsbedarfe haben für die öffentlichen Gesundheitsämter, dass sie nicht immer auskömmlich ausgestattet sind, dass sie eine Fülle von Aufgaben haben und dass wir in der Corona-Krise diesen Stresstest mit allergrößter Not und auch nur geschafft haben, auch im Übrigen mit Unterstützung des Landes Hessen. Ich sage noch einmal, dass die Scouts zum Beispiel die 40 Stellen, wir haben dazu beigetragen, dass über 2.500 studentische Hilfskräfte dort mitgeholfen haben in den Ämtern. All das wurde vom Land aus koordiniert. Die waren auch im Krisenstab. Gab es die Diskussion darüber, über den öffentlichen Gesundheitsdienst? Das ist ja alles nicht, dass da nichts passiert in den letzten Monaten. Wir haben Glück insofern, als dass die Pandemie in den Griff gekommen ist. Wir haben jetzt zwischen 30 und 80 Neuinfektionen pro Tag. Das ist alles handelbar. Das ist alles möglich, dass jetzt die Gesundheitsämter, so wie sie aufgestellt sind, im Moment das im Griff haben. Aber wir werden, wenn im Herbst oder spätestens dann, wenn es den Impfstoff gibt, werden wir natürlich in einer noch deutlich ruhigeren Phase darüber nachdenken müssen, wie wir den öffentlichen Gesundheitsdienst komplett neu anders auch strukturieren, wie wir ihn verstärken müssen, welche Aufgaben wir ihm geben, welche nicht mehr. All darüber appelliere ich strengstens, darüber nachzudenken. Deswegen haben wir ja auch in diesem großen Omnibusgesetz haben wir ja viele Gesetze verlängert, darunter auch das des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Wir werden es nur um ein Jahr verlängern, sodass wir in der Lage sind, nächstes Jahr im Frühling spätestens tatsächlich auch alle Vorschläge mit aufzugreifen. Ich finde auch die Vorschläge der FDP nicht alle falsch, sage ich ganz offen. In der Tat muss man darüber nachdenken. Es ist ein Ideenwettbewerb, und wir müssen es mit den Leuten vor Ort, auch mit deren Bedarf abgleichen, wo die sagen, wo der Schuh drückt und wo er nicht drückt. Ich finde, das kann man ganz ohne Schaum vom Mund tun. Das tun wir auch. Ich glaube, auch keiner redet das schön. Ich muss aber auf jeden Fall noch mal festhalten wollen, ich glaube, das sind, was sagen wir im Namen aller, dass die Gesundheitsämter und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort hervorragende Arbeit geleistet haben. Sie haben uns über den Berg der Krise mitgeholfen. Und deswegen gebührt Ihnen ausdrücklich auch Dank von dieser Stelle aus. Dankeschön, Frau. Dieser Dank soll uns nicht davon abhalten, dass wir uns weitere Gedanken darüber machen werden, wie wir diese Gesundheitsämter vor Ort verstärken wollen. Und ich glaube, wir werden da noch Anlass haben. Aber ich glaube, es ist tatsächlich nicht klug, sozusagen während das Haus brennt, die Feuerwehr damit zu beraten, ob sie breitere Schläuche braucht oder nicht, sondern wir sollten das jetzt in Ruhe löschen, diese Krise. Wir sollten gucken, dass auch die Ämter jetzt nicht noch dumm im Weg rumstehen, auf gut Deutsch, sondern dass wir es tatsächlich dann zusammentragen, wie es uns gelingt. Wir werden Ihnen helfen weiter vom Land. Wir haben Ihnen personell geholfen, wir haben finanziell geholfen, wir haben strukturell geholfen, koordinierend, und wir hören Sie auch permanent im Krisenstab. Ich glaube, da kann man nur wenige Vorwürfe machen der Administration in diesem Zusammenhang. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass diese Wucht, so wie sie ankam, eher gut im Griff gekommen ist, aber sie ist tatsächlich nur gut im Griff gekommen, weil sie 24 Gesundheitsämter gut gearbeitet haben. Ich kann denen keine Vorwürfe machen, dass es bei jeder neuen Situation auch Unstimmigkeiten gab und Koordinationsprobleme mit den kassenärztlichen Vereinigungen, mit den stationären Einrichtungen.
mit der Kommunikation auch, was hätte man besser machen können, wie man wen informiert, wie schnell das alles geht, ist doch alles auf, wird doch keiner leugnen, dass das alles ohne Probleme lief. Aber ich glaube, wir müssen es trotzdem ruhiger angehen bei der Frage, wo verstärken wir sie. Der Dr. Bartel hat zu Recht gesagt, der Bund gibt die Möglichkeiten, Stellen zu schaffen für die Gesundheitsämter. Das wird helfen. Und wir werden dann in Ruhe darüber nachdenken, wie wir es weiter fortführen, die Debatte, und wie wir die Strukturen ändern. Wir haben, wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, wir haben einen Änderungseintrag eingebracht, dass wir dieses Gesetz um ein Jahr, ÖGD-Gesetz nur um ein Jahr verlängern, sodass wir und die Möglichkeit besteht, schon im nächsten Jahr tatsächlich ein gutes Gesetz in Gang zu bringen, wie wir den öffentlichen Gesundheitsämter in Hessen stärken werden. Da sollten wir gemeinsam marschieren. Ich finde auch, das ist nicht die Stunde des kleinkarierten Parteipolitik, sondern da sollten wir alle gemeinsam Interesse daran haben. Egal, wer dieses Land regiert, muss Interesse daran haben, dass wir 24 gute Gesundheitsämter haben. Ich glaube, der Minister hat alles dafür getan, dass es tatsächlich auch gut funktioniert hat die letzten Wochen und Monate. Die Kritik, dass da nichts passiert worden ist, kann ich nicht verstehen, weil die Situation so gut, wie sie jetzt ist, ist eine Ursache dessen, dass dort gut gearbeitet wurde. Die Kritik würde ich gerne zurückreisen wollen, aber wir sind offen, auch als Regierungsfraktion, dass wir das weiter verbessern wollen. Ich danke. Vielen Dank. Frau Dr. Sommer ist für die Fraktion der Sozialdemokraten als Nächste heran. Sie haben das Wort. Danke schön, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, die Gesundheitsämter sind Teil der Kommunalverwaltung, bieten spezifische Leistungen im Gesundheitswesen an. Die Aufgaben aber leiten sich aus gesetzlichen Bestimmungen ab. Und die hessischen Gesundheitsämter schützen und fördern die Gesundheit der Bevölkerung, informieren und beraten. Nur momentan ist die Situation natürlich recht angespannt. Die sind stark gefordert, leisten einen hervorragenden Beitrag, um die Corona-Pandemie zu bewältigen. Deswegen auch von uns ein herzliches Dankeschön dafür. Die gehen bis an ihre Belastungsgrenze. Und resultierend aus der starken Überlastung der Gesundheitsämter durch die Pandemie mussten kurzfristig in allen Gesundheitsämtern, gerade auch durch die Kontaktverfolgung, viele gewohnte Dienstleistungen eingestellt werden. Das ist schade. Das zeigt auch, dass die Kapazitäten begrenzt sind. In Ihrer Regierungserklärung Anfang Mai, Herr Minister, sagten Sie, dass die aktuelle Situation zeige, dass der öffentliche Gesundheitsdienst grundlegend verstärkt werden müsse. Und im Ausschuss eine Woche darauf folgend machten Sie dann eine Kehrtwendung. Das war dann auch Ausdruck eines Schreibens von Ihnen am 14. Mai an die kommunale Familie, dass die Kommunalen aus den Beschäftigten der eigenen Verwaltung eine Art Reservegruppe als sogenannte Stand-by-Lösung bilden sollte, stellten jedoch auch in Aussicht, dass Lehrkräfte, Medizinstudierende, Ärzteschaft und eine im Aufbau befindlicher Personalpool vom Land für Hotspots zur Verfügung gestellt werden solle, wenn die Kapazitäten nicht ausreichen. Wie die Kommunalen aber haushaltsrechtlich mit den notwendigen Stellenaufbau umgehen sollen, geschweige denn, ob und wie langfristig eine Unterstützung erfolgen soll, das rückt dagegen leider auf einmal in weite Ferne. Das finden wir sehr schade. Auf die Kommunalen hat das leider die Wirkung gehabt. Sie sind vorsichtig mit Neueinstellungen oder anderen Kapazitätserweiterungen, weil man das Gefühl hat, dass sich die Landesregierung da auch ein weiteres Mal aus der Verantwortung zieht und die Kreise und kreisfreien Städte eben auch hier im Stich lässt. Das ist typisch, aber unverständlich für uns, weil wir eben in den Ausschussdebatten, und darauf haben Dr. Bartelt und Herr Bocklet eben schon mal darauf hingewiesen, haben wir alle fraktionsübergreifend deutlich gemacht, dass die Corona-Pandemie zeigt, dass auch der öffentliche Gesundheitsdienst bzw. unsere Gesundheitsämter eine Stärkung benötigen. Und jetzt scheint diese Aussage vergessen, oder es bleibt einfach dabei, dass das Land sich erneut darauf zurückzieht, das sei eine kommunale Aufgabe und sei mit der Kommunalisierung so gewünscht gewesen. Und so einfach, meine Damen und Herren, kann man sich es einfach nicht machen. Ich möchte noch einmal betonen, welche Aufgaben der öffentliche Gesundheitsdienst gesetzlich von
den Gesetzgebern einfach delegiert bekommen hat. Das ist die Seuchenhygiene, Gesundheitsschutz, Umwelthygiene, Toxikologie, Gesundheitsförderung, Gesundheitsvorsorge, Jugendgesundheitspflege, sozialmedizinischer und sozialpsychiatrischer Dienst, amtsärztlicher Dienst, gutachterliche Aufgaben, Prävention, Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie. Da sind wir dann wieder bei der Pandemie. Und das sind nur die Oberbegriffe, meine Damen und Herren. Der ÖGD wird als dritte Säule der Gesundheitsversorgung eingestuft. Ihm obliegen damit ganz wichtige Aufgaben, aber die werden eben sehr bescheiden mit personellen und finanziellen Mitteln ausgestattet. Das wissen wir schon lange, und eine Verbesserung dieser unzureichenden Ausstattung brauchen wir jetzt nicht nur in der Pandemie. Die war schon lange vor der Pandemie angezeigt, meine Damen und Herren. Und ich werde auch nicht müde zu sagen, Sie haben die Verantwortung für die Daseinsvorsorge. Denn Daseinsvorsorge bedeutet auch Gesundheitsvorsorge, meine Damen und Herren. Werden Sie endlich Ihrer Aufgabe gerecht, unterstützen Sie die Kommunalen und die Gesundheitsämter so, dass sie all die notwendigen Aufgaben gut bewältigen können. Es sind ja auch Sie als Landesregierung, die sich dann hinstellen, sich loben, dafür proklamieren, Sie würden die Krise gut bewältigen. Nein, meine Damen und Herren, in diesem Fall sind es die Gesundheitsämter mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Verwaltungen, die tagtäglich, auch nachts und lange über den Feierabend hinaus tolle Arbeit leisten. Noch einmal herzlichen Dank. Ich kann mich noch an die Ausschusssitzung erinnern, in der wir nach Gesundheitsämtern der Kontaktverfolgung und einem Monitoring gefragt haben. Das wurde eben schon einmal angesprochen, um einfach Doppelungen zu vermeiden und Ergebnisse daraus ziehen zu können. Da kam von Ihnen keine Antwort, Herr Minister, nur dass wir Abgeordneten uns ja an unsere örtlichen Gesundheitsämter wenden sollen, um da mal nachzufragen. Und wir dachten, das sei originäre Aufgabe eines Sozial- und Gesundheitsministers. Wie doof von uns. Aber wie war das noch? Wie war das noch? Grundsätzlich ist das Gesundheitswesen Aufgabe des Bundes und der Länder. Die Zuständigkeit ergibt sich sogar aus dem Grundgesetz. Also tun Sie nicht immer so, als hätten Sie damit nichts zu tun. Wir plädieren als SPD dafür, den Gesundheitsdienst in den Fokus zu rücken, um ihn in der Zukunft gut aufzustellen. Hier sind große Herausforderungen, die auf uns zukommen, um einfach Hessen und Hessen gesund zu erhalten. Daher haben wir auch Anfragen an die Landesregierung gestellt, um die Bedarfe der Gesundheitsämter aufzuzeigen und dann auch darauf Handlungsweisungen oder zu schauen, wie können wir das noch unterstützen. Wir können den Antrag der LINKEN unterstützen. Die Forderungen sind folgerichtig. Das ist einmal, dass es ausreichend Schutzkleidung und Desinfektionsmittel braucht, aber auch Hygiene der Gemeinschaftseinrichtungen sowie Testung. Und da möchte ich Sie noch einmal erneut auf das RKI-Bulletin 21/2020 hinweisen, weil Sie mir in der vorigen Debatte zu Testung erzählen wollten, dass die Testung anlassbezogen nicht sinnvoll sei. Das RKI schreibt dazu, ich zitiere, zusammen. Fassend zeigen die Ergebnisse unserer Untersuchung sowie die Befragung der Ärztinnen und Einrichtungen, dass die vorsorgliche Testung der Mitarbeiterinnen in Alten- und Pflegeeinrichtungen als wichtige Maßnahme gegen die Ausbreitung von SARS-CoV-2-Infektionen in den Einrichtungen erwogen und kurzfristig weiter evaluiert werden sollten. Zitat Ende. Es braucht auch genügend Personal für die Kontaktnachverfolgung und insgesamt eine bessere und aufgabengerechte Ausstattung der kommunalen Träger, um Gesundheitsämter zu stärken. Und auch die Evaluation, die angedacht ist, die begleiten wir positiv. Hier müssen wir auch einmal schauen, warum es so viele Vakanzen in unseren Gesundheitsämtern gibt. Das hat auch etwas mit Gehaltseinbußen zu tun. Und schauen Sie sich einmal an, wer da sitzt. Das sind nämlich meistens Ärztinnen und nicht Ärzte, meine Damen und Herren. Insgesamt wünschen wir uns als Sozialdemokraten ein ganzheitliches Konzept, das alle Sektoren umfasst und den Bedarf der medizinischen und pflegerischen Versorgung in Stadt und auf dem Land erfasst und abdeckt.
Und die Corona-Pandemie zeigt, wir sollten im Gesundheitswesen nicht an den falschen Ecken sparen, sondern dort die benötigten Kapazitäten vorhalten, um Menschen einfach zu unterstützen. Daher ist es Aufgabe, nicht nur den öffentlichen Gesundheitsdienst, sondern das Gesundheitssystem zum Wohle der Menschen in den Blick zu nehmen. Und bislang, meine Damen und Herren, gibt es von der Landesregierung da eben kein Gesamtkonzept, noch eine Kurz-, Mittel- oder geschweige denn eine langfristige Problemlösung. So wie sie sich die Kitas, die Altenheime, die Pflegekräfte und Familien alleingelassen fühlen, fühlen sich auch hier ein weiteres Mal die Kommunalen alleingelassen. Auch in diesem Bereich schieben sie die Verantwortung wieder auf die unteren Ebenen ab. Herr Minister Klose, Sie haben in den letzten Wochen vieles angekündigt und versprochen. Und auch hier haben Sie Versprechen an die Gesundheitsämter gegeben, dass kurzfristig Unterstützung kommen sollte. Bislang wurde das nicht eingehalten. Sie delegieren die Verantwortung weg. Wir aber brauchen eine Gesundheitspolitik mit Strukturentscheidung, mit Koordination und besserer Unterstützung. Deswegen können wir nur ein weiteres Mal feststellen, man muss es nicht nur wollen, man muss es auch können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. Da keine Wortmeldung mehr aus den Fraktionen vorliegt, erteile ich nunmehr das Wort an einem sauberen Tisch dem Gesundheitsminister. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Der öffentliche Gesundheitsdienst ist neben der ambulanten Versorgung durch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte und der stationären Versorgung in Krankenhäusern die wichtige dritte Säule unseres Gesundheitswesens. Und wie wichtig diese dritte Säule ist, das haben wir alle in den vergangenen Monaten im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 erlebt. Der öffentliche Gesundheitsdienst und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern und schützen die Gesundheit der Bevölkerung. Und im öffentlichen Gesundheitsdienst kommt die zentrale Rolle des Ausbruchs- und Krisenmanagements zu. Und ich habe das im Ausschuss schon gesagt. Wenn es eine positive Seite dieser Krise gibt, dann die, dass der öffentliche Gesundheitsdienst endlich auch die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient. Und nach meiner festen Überzeugung ist es ganz wesentlich, da kann ich mich Herrn Dr. Bartelt auch voll anschließen, es ist ganz wesentlich eine Leistung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, dass Deutschland bisher so gut durch die Pandemie gekommen ist. Das wird übrigens längst auch international anerkannt, weil dieser öffentliche Gesundheitsdienst schon eine deutsche Spezialität ist. Und das mit Recht, denn die Kontrolle und die Eindämmung der Infektionen wären ohne den öffentlichen Gesundheitsdienst so nicht gelungen. Es sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ÖGD, die bei Auftreten einer Infektion sofort daran gehen, die Infektionsketten lückenlos nachzuvollziehen. Und sie sind es auch, die für die konsequente Nachverfolgung von Kontaktpersonen sorgen. Und Kontaktpersonen, das ist jeder, der mit einem bestätigten Fall ab 2 Tage vor dem Auftreten der ersten Symptome Kontakt hatte. Und da können Sie sich vielleicht vorstellen, dass gerade während der Phase des exponentiellen Wachstums, die wir ja leider auch erlebt haben, ziemlich viele Menschen zusammenkommen können. Es sind die kommunalen Gesundheitsämter gewesen, die in jedem Einzelfall das individuelle Infektionsrisiko ermittelt haben, die Betroffenen beraten haben, die notwendigen Maßnahmen, beispielsweise Quarantäne, eingeleitet haben und die Kontaktpersonen in dem erforderlichen Zeitraum auch überwacht haben. All das wurde in den letzten Wochen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des öffentlichen Gesundheitsdienstes in nahezu übermenschlicher Kraftanstrengung geleistet. Deshalb gebührt Ihnen heute auch unser Dank, denn ohne Sie würden wir nicht stehen, wo wir stehen. Und in Hessen ist es durch eine konsequent durchgeführte Containment-Strategie gelungen, die Fallzahlen stark zu begrenzen und so die ambulante und stationäre Versorgung für jeden Einzelnen sicherzustellen. Diese Strategie werden wir fortsetzen. Und wenn es uns
gelingt, von der durch diese Krise verstärkten, entstandenen sektorenübergreifenden Zusammenarbeit auch etwas mitzunehmen in die Zeit nach der Krise, dann wäre das ein riesiger Erfolg. Eine Folge des Erfolgs, den wir haben in der Eindämmung, ist aber auch, dass uns dieses pandemische Geschehen noch über einen langen Zeitraum begleiten wird. Und gleichzeitig hat der öffentliche Gesundheitsdienst vor Ort durch die Entscheidung der Regierungschefs zum Bund und Ländern die regionale Inzidenz pro Landkreis oder Stadt, also die Zahl der Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner während der letzten 7 Tage zum Maßstab zu machen, eine noch größere Bedeutung. Denn es sind dann wieder die kommunalen Gesundheitsämter, die ein lokales Ausbruchsgeschehen als erste analysieren, bewerten und auch folgenreiche Entscheidungen treffen müssen, bis hin zu einem lokal begrenzten Lockdown. Und aus all diesen Gründen ist es in meinen Augen als eine Lehre aus dieser Pandemie zwingend, dass der ÖGD personell verstärkt wird. Mein Eindruck ist, das haben inzwischen auch alle verantwortlichen Ebenen erkannt. So unterstützt beispielsweise die Bundesregierung die Kontaktpersonennachverfolgung durch die kommunalen Gesundheitsämter mit den Containment Scouts und auch in Hessen sind inzwischen 40 Personen angekommen, die durch das Bundesversicherungsamt eingestellt wurden und die in den hessischen Gesundheitsämtern unterstützen. In meinem Ministerium haben wir eine eigene Organisationseinheit geschaffen, sie ist angesprochen worden, die die Anwerbung von Personal für die 24 hessischen Gesundheitsämter vorantreibt. Dazu kooperieren wir beispielsweise mit den medizinischen Fakultäten der Universitäten, die ihrerseits einen Aufruf an die Medizinstudierenden gestartet haben, um die Gesundheitsämter in der Pandemie zu unterstützen. Und das sind bisher schon 2.500 Studierende zusammengekommen auf diesen Aufruf hin, die die kommunalen Gesundheitsämter unterstützen wollen. Und das ist doch schon ziemlich grandios. Wir sprechen aktuell mit den Universitäten, um dann auch zu erreichen, dass dieser Zeitraum als Praktikum oder andere Studienleistung innerhalb des Medizinstudiums anerkannt wird. Und wir wollen eine solche Tätigkeit auch finanziell unterstützen. Auch das ist ein ganz wichtiger hessischer Baustein zur Unterstützung des öffentlichen Gesundheitsdienstes in der akuten Krise. Und ganz im Gegensatz zu dem Bild, das eben versucht wurde zu stellen, ist es seit Beginn der Pandemie so, dass wir im Ministerium für Soziales und Integration im ständigen Austausch mit allen Gesundheitsämtern in Hessen sind. Wir haben das auch mehrfach publiziert. Frau Dr. Wollenberg, die eben schon angesprochen war, die Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft der ärztlichen Amtsleitungen, aber auch Prof. Gottschalk, der Leiter des größten Gesundheitsamts in Hessen, haben schon an unseren Corona-Pressebriefings mitgewirkt, und sie sind auch Teil des Krisenstabs im HMSI, und zwar von Beginn an. Und Herr Pürsün, an dieser Stelle mal direkt zu Ihnen. Sie haben eben von diesem Pult aus behauptet, ich hätte im Ausschuss gesagt, ich wisse gar nicht, wie es in den hessischen Gesundheitsämtern aussehe. Ich fordere Sie auf, dass Sie diese Aussage jetzt entweder hier belegen oder sie zurücknehmen. Weil diese Art und Weise, immer irgendwas in den Raum zu stellen, was angeblich gesagt worden sei, was aber sonst niemand in irgendeinem Protokoll findet, die müssen Sie sich wirklich abgewöhnen. Und da ich gerade dabei bin, ich habe heute Morgen auch keinesfalls gesagt, dass ich Reihentests insgesamt ablehne. Was ich gesagt habe, ist, dass es genau richtig ist, es so zu machen, wie es beispielsweise in dem angesprochenen Frankfurter Flüchtlingsheim passiert ist. Nämlich dann, wenn eine Infektion da ist, dann auch alle Bewohnerinnen und Bewohner und die Beschäftigten dort zu testen. Genau so macht es Sinn. Und das meine ich, wenn ich sage, anlassbezogene Tests, das ist richtig. Was uns nicht wirklich weiterbringt, sind flächendeckende, anlasslose Tests. Und nur um diese Unterscheidung ging es. Die zwei Dinge muss man schon auseinanderhalten. Die Städte und Landkreise selbst haben ihre Gesundheitsämter verstärkt. Und das ist auch gut und richtig so. Da sind viele auch noch sehr engagiert dabei. Aber da, Frau Dr. Sommer, müssen Sie das auch differenzieren.
Das eine ist die mittel- und langfristige personelle Verstärkung des Gesundheitsamtes. Das ist Aufgabe der Kommunen, ja. Und ich habe gesagt, wir wollen sie dabei unterstützen. Wir haben mit den Kommunen darüber gesprochen, dass wir den Aufwuchs in den Gesundheitsämtern auch noch einmal mit einer besonderen, sagen wir mal, haushaltsrechtlichen Toleranz betrachten werden. Das ist völlig klar, es ist eindeutig besprochen. Und die andere Seite ist die Frage der Verstärkung in der Kontaktpersonennachverfolgung. Und da ist es auch völlig richtig, dass die Landkreise und kreisfreien Städte neben zusätzlichem Personal auch Personal aus anderen Verwaltungsbereichen dafür geschult und zur Verfügung gestellt haben, damit die Kontaktpersonennachverfolgung immer gesichert sein kann. Das ist aber halt eine kurzfristige Sache. Wenn es nötig ist, werden diese Leute die Gesundheitsämter dann unterstützen. Und ansonsten können sie den anderen Tätigkeiten nachgehen. Und im Moment ist es durch die Bank so, dass alle Gesundheitsämter uns melden, dass sie die Kontaktpersonennachverfolgung problemlos sichern können. Für mich zeichnet sich aber trotzdem jetzt schon ab, und ich glaube, dass diesen Schluss auch viele Kreise und kreisfreie Städte teilen, dass die Kommunen auf längere Sicht die Personalausstattung der Gesundheitsämter prüfen und auch dauerhaft verstärken müssen, damit die Funktionsfähigkeit des öffentlichen Gesundheitsdienstes gesichert wird. Und einige haben damit ja auch schon begonnen, und wir unterstützen den öffentlichen Gesundheitsdienst beispielsweise durch die großzügige Förderung einer einheitlichen Software für die kommunalen Gesundheitsämter in Hessen. Meine Damen und Herren, eigentlich wäre das hessische Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst bis Ende 2020 befristet. Als absehbar wurde, dass das Infektionsgeschehen rund um Corona gerade den öffentlichen Gesundheitsdienst dieses Jahr vor besondere Herausforderungen stellen würde, haben wir entschieden, das Gesetz um ein weiteres Jahr zu verlängern. Und ich glaube, es war eine weise Entscheidung. Denn es weiß derzeit niemand, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, und niemand weiß, in welchem Maß sie die Gesundheitsämter auch im weiteren Jahresverlauf beanspruchen wird. Und so können wir die Erfahrungen, die wir aktuell in der Krise machen, auch im positiven Sinne nutzen und in die Novellierung des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst dann einfließen lassen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich sehe auch optisch keine. Damit haben wir den Antrag beraten. Hier steht drin Verweisung an den SIA. Bleibt es dabei? Dann bleibt es dabei. Dann haben wir hiermit Ihre Zustimmung unterstellt, den Antrag Drucksache 2787 aus dieser Legislaturperiode an den SIA zur weiteren Beratung überwiesen. Ich schlage vor, dass wir uns um 15.30 Uhr wieder treffen. Die 7 Minuten haben wir möglicherweise am Abend früher Ausgang. Ich unterbreche bis 15.30 Uhr.